Einen wunderschönen guten Tag, liebe Täter, und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Rohstoffsektion der Formationstäter. Es ist Donnerstag, 14. Dezember 2017, und der Goldpreis hat gestern mal wieder nach längerer Zeit eine weiße Kerze gemacht mit wenig Schatten nach oben, sondern eher ein Schlusskurs im Bereich des Tageshochs. Wir haben hier Unterstützung, 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 potenzielle Unterstützung. Der Goldpreis macht gerade eine bullische Bewegung. Man muss wissen, Gold läuft jetzt von unten an diese wirklich, wirklich, wirklich wichtige Horizontale. Eben hat Unterstützung und jetzt Widerstandszone zwischen 1263, 1265 auf der einen Seite, und auf der anderen Seite haben wir jetzt diese Unterstützungszone im Bereich von 1235. Ich hatte Ihnen ja auch gesagt in der letzten Ausgabe, dass wenn wir uns hier diese letzte Aufwärtswelle von 2016 anschauen, dass wir hier im Bereich der 12.000 und, na, kriege ich das hin? So, dass wir im Bereich der 12.40 auch die 50% Retracement-Marke haben. Das heißt, der Goldpreis hat hier zwei potenzielle Unterstützungen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine ehemals wichtige horizontale Unterstützungszone, 200-Tage-Linie. Dazu gesellt sich noch die 20-Tage-Linie, was jetzt ein Widerstand ist. Gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass man als Trader sagt, ja, die Unterstützung ist stark, die kaufe ich. Setzt mein Stop drunter, wenn es klappt. Dann nimmt er das auch raus, dann ist das Ziel 1300. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gut. Oder man wartet, dass sich hier entweder eine Art Trendumkehrmuster bildet, was dann bullisch fortgesetzt wird, da würde man später reinkommen. Hätte dann aber natürlich eine deutlich größere Wahrscheinlichkeit, muss dann nicht da sitzen und aushalten, ob es klappt oder nicht. Und vor allen Dingen müssen uns bitte auch darüber im Klaren sein, der Markt kann ja auch hier konsolidieren und dann hier unter die 12,40 fallen, dann ist das nächste Ziel 12,10. Ich habe ja letztes Jahr, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, das war so Ende des Jahres hier, da habe ich Ihnen gesagt, Sie können gerne zurückgehen, können sich gerne die Videos von damals Ende Dezember angucken. Da habe ich Ihnen gesagt, ich lehne mich mal aus dem Fenster und passen Sie bitte auf mich auf, dass ich nicht aus dem Fenster rausfalle. Und jetzt lehne ich mich wieder mal aus dem Fenster und sage Ihnen die Wahrscheinlichkeit, dass der Goldpreis, jetzt muss ich aber leider eine größere Zone angeben, von 12,40 bis 12,10 bis Ende des Jahres bärisch aufgibt, ist geringer, und die Wahrscheinlichkeit, dass der Goldpreis nochmal in Richtung 1300 läuft, ist größer. Aber damals habe ich hier auch drauf gewartet, dass der mir eine Formation gibt, und habe dann, nachdem das hier bullisch aufgelöst worden war, dann das hochgetradet. Damals konnte ich Ihnen auch sagen, das Ziel ist die 200-Tage-Linie, das war die 12,60, und die 200-Wochen-Linie, das war im Bereich von 1300. Dieses Jahr tue ich mich ein bisschen damit schwerer, würde es vorsichtiger formulieren, 1300, gegebenenfalls 1340, aber das ist jetzt nur meine Meinung. Ich habe da noch überhaupt keine klare Formation da drin. Und man muss auch sagen, letztes Jahr hier hatten wir deutlich mehr Unterstützungen, die zusammengekommen sind, und deswegen lehne ich mich heute nicht ganz so weit aus dem Fenster, wie ich das letztes Jahr gemacht habe. Silber macht genau das, was wir besprochen haben. Es gab hier eine trendunterstützende Linie, die ist bärisch aufgelöst worden, und jetzt sehen wir auch eine erste potenzielle und interessante Zone, das ist die 1620, 1617. Wenn sie rausgenommen werden sollte, dann kann man sagen, okay, es hat ein kleiner Boden stattgefunden und der Markt hat das Potenzial, eine Fortsetzung zu machen in Richtung 1680. Wenn ich es mir wünschen könnte, bitte liegen bleiben, bitte 20-Tage-Linie dazukommen, dann konsolidieren und dann das Ganze bullisch auflösen, oder anderer Wunsch, bitte wirklich hier länger liegen bleiben, weiß ich nicht, eine Woche, zwei, drei, und dann gegebenenfalls aus dieser Konsolidierung die nächste Welle bärisch in Richtung 15 Dollar. Additiv bärisch, wenn er jetzt hier sofort drunter fällt, ja, ist ein Signal, da bin ich nach wie vor vorsichtig. Ich hätte Ihnen gesagt, das ist für mich etwas, was ich traden würde. Hier fange ich an, vorsichtig zu werden, weil wir wirklich in größere Unterstützungen reinkommen, auch hier horizontal zu sehen, per Tagesschlusskurs. Und deswegen, wenn ich diese Konsolidierung bärisch auflösen, bärisch traden wollen würde, nach einer längeren Konsolidierung, oder ich will einen Tagesschluss sehen, ich will Volumen sehen, und dann kann ich mich für oder gegen diesen Trade entscheiden. Kupfer haben wir uns ja länger nicht angeguckt, einfach schlichtweg, weil so wenig los ist bei Kupfer. Kupfer hat hier diese Bullenflagge gebildet, ist aber aus der Bullenflagge bärisch rausgegangen und kommt jetzt wieder zurück.
wieder in die Bullenflagge rein. Für den Fall, dass der Markt sofort die Bullenflagge bullisch auflösen wollte, schauen Sie, Unterstützung, 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 fällt durch, schafft es nicht wieder reinzukommen. Wir würden sofort hier in diese trendbegrenzende Linie laufen. Deswegen interessanter aus meiner Sicht, der Markt lässt sich noch ein bisschen Zeit und dann haben wir Platz bis zur blauen Linie. Dann ist die blaue Linie nämlich auch das Jahreshoch von 2017 und dann wäre es interessant, das auf der Long-Seite zu traden. Oder, was ebenfalls möglich ist, wenn der Markt hier konsolidiert, dann wäre es in einer Stunde eine Art Bullenflagge. Und dann könnte man mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit den Ausbruch aus der kleineren Flagge traden, an die grüne Linie und dann gegebenenfalls an die obere trendbegrenzte Linie, an die blaue Linie. Dafür bräuchte ich zeige Ihnen das mal einfach mal so als eine Idee. So, dass es zum Beispiel hier so konsolidierte in einer kleineren Zeiteinheit dann erstes Ziel, gegebenenfalls zweites Ziel. In diesem Sinne, kurz, knapp, knackig heute. Dafür lasse ich mir ein bisschen mehr Zeit und sage Ihnen, liebe Trader, um nicht verloren zu sein im Markt der Analysten, denn fragen Sie 5 Analysten, Sie kriegen 10 Meinungen. Ist schlimmer als bei Ärzten. Um nicht in der ständigen Unsicherheit zu sein, hat er recht mit dem, was er sagt? Kann ich das machen? Damit Sie in der Lage sind zu begreifen, wenn Sie einen Trade eingehen, dass der dann jetzt nicht mehr funktioniert. So, okay, die Wahrscheinlichkeit ist nicht mehr da. Kann ich mich davon verabschieden? Ist es wichtig, dass Sie Ihre Fertigkeiten verbessern? Sie wollen traden, dann müssen Sie sich klar machen, Sie wollen ein Spezialist sein. Wenn Sie ein Spezialist sein wollen, müssen Sie A, spezifisches Wissen haben und B, müssen Sie spezifische Fertigkeiten haben. Und beides ist entscheidender Bestandteil unseres Mentorprogramms. 6 Monate. Und für mich ist es eminent, dass unser Programm für Sie hilfreich ist. Deswegen sage ich Ihnen auch, melden Sie sich an, kommen Sie zum Seminar, schauen sich das Seminar an und wenn Sie nach dem Seminar sagen, nee, es hat nicht mein Wissen verbessert, es hat nicht meine Fertigkeiten verbessert, kriegen Sie Ihr Geld zurück. Ohne Wenn und Aber. Informieren können Sie sich sehr gerne jetzt, Link in der Beschreibung, über unser Mentorprogramm. Mein Name ist Dr. Snashare und ich wünsche Ihnen, dass Sie hoffentlich alle kerngesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstätern doch bitte gewogen.